Hey, liebe Leute, und willkommen. Dazu sage ich gleich mal Moin. Dazu. Hey, ich habe vor ein paar Tagen, Wochen ja das Video hochgeladen, dass es aufhört mit meinem Kanal. Und das ist ja auch ein Link, nur ich habe in dem Video ja gesagt, es kommen noch vier Videos, die sind auch genau durchgeplant. Auch wenn ich da gesagt habe, es kommen zwei Metal-Slug-Videos, kommen jetzt stattdessen zwei andere Videos mit Ömer. Hi. Der war schon in sehr vielen meiner Videos dabei und auch besonders so 2017 rum viele Vlogs und auch schon Wer bin ich Folgen. Und genau da sind wir heute mal wieder in Wer bin ich? Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Was ist der? Ich glaube, dein Name ist Habe nicht. ich meinen Personalausweis? Wer bin ich? Wer bin ich? Okay, heute haben wir uns überlegt, also wir machen zwei Folgen. Das ist die erste von zwei. Und wir haben uns überlegt, dass wir einmal eine etwas, also wir denken es zumindest, etwas einfache Runde, einmal eine etwas schwerere Runde. Vielleicht ist diese Annahme aber auch komplett falsch. Das kommt durchaus vor. Okay, liebe Leute. Deswegen geht es jetzt direkt los. Ich werde jetzt einmal klatschen. Sobald ich klatsche, werden die Namen Ah, wie eingeblendet, also damals. wer die Charaktere wem gegeben hat, also er mir, ich ihm, logischerweise. Und sobald ich das zweite Mal klatsche, werden sie wieder ausgeblendet. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, wenn ihr mitraten wollt, dann schaut kurz für diese vielleicht 5 Sekunden weg, nach dem ersten Klatscher, bis zum zweiten. Okay, Achtung, der erste kommt jetzt. So, damit ist es wieder Krass. ausgeblendet und ja, ihr habt es entweder gesehen oder könnt mitraten. Wir werden abwechselnd uns gegenseitig Fragen stellen. Bei einem Nein wird gewechselt, wer dran ist. Also nicht abwechselnd, genau, aber bei einem Nein wird gewechselt. Und Regel ist nur, wir dürfen keine Verneinungsfragen stellen und keine Aufzählungsfragen. Und ansonsten machen wir einfach, ja, falls irgendwelche anderen Regeln noch aufkommen, dann während des Spielens. Keine Biomülltonnen. Keine Bio, genau, keine Gegenstände, keine Pflanzen. Das hatten wir gestern aus Spaß schon mal durch. Er war auch schon eine Biomülltonne. Okay, liebe So fühle ich Leute. mich auch. Ja, ich mich auch. Okay, liebe Leute, ich würde dir für diese Folge gern den Vortritt gewähren. Ist sehr nett. Gehe dafür. Bitte schön. Ich muss mal kurz nachdenken. Wen habe ich denn am Eier? Genau, okay. Achso, okay. Gut, ich musste auch gerade ganz kurz. Okay. Also, erstmal fangen wir erstmal sehr klassisch an. Bin ich fiktiv? Okay, perfekt. Mache ich 50-50-Frage? Nee, mache ich nicht. Bin ich aus dem Videospiel? Nein. Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Bin ich fiktiv? Okay. Bin ich männlich? Ja. Okay. Bin ich aus einem Videospiel? Ja. Okay. Das ist ja schon mal ein guter Run. Okay. Bin ich aus einem Videospiel, von dem du sicher weißt, dass ich es schon mal, oder bin ich aus einem Videospiel, was ich schon mal gespielt habe? Ich bin mir sicher, ja. Okay, great. Gibt es von diesem Videospiel mehr als einen Teil, unabhängig ob Haupt- und Spin-off? Ja. Ja. Okay. Komme ich in mehreren dieser Teile vor? Ja. Das ist schon mal schön. Ich viele Ja's hier. Okay. Bin ich in einem. Bin ich ein NPC, also ein nicht spielbarer Charakter in dieser Reihe? Oder sagen wir, ja, kann ja auch unterschiedlich sein. Bin ich meistens ein NPC? Uff. Okay, das meistens ist jetzt ne. Bisschen schwierig. Ich sag mal ja. Okay. Also ich bin mir zumindest ziemlich sicher, ja. Okay. Würde man mich eher auf der Seite der Hauptfiguren sehen? Auf der Seite. Ja. Nein. Okay, gut. Endlich. Ich kann auch mal Fragen stellen. Bitte schön. Okay, danke. Wir hatten fiktiv, wir hatten nicht das. Bin ich aus einem Film? Nein. Okay. Okay, also man würde mich tendenziell auf der Gegenseite der Hauptfiguren sehen. Ja.
Okay. Soweit ich weiß, ja. Das heißt, ist natürlich Auslegungssache, aber so im Verständnis, gerade von den Hauptfiguren und so, habe ich ein böses Alignment. Ja. Korrekt. Okay. In mindestens einem dieser Videospiele bekämpft man mich mal, in egal welcher Form. Ja. Okay. Passiert das in mehreren dieser Videospiele? Mhm. Ja, durchaus. Ich habe jetzt schon einen Wild Guess, aber ich mache ihn nicht. Interessant. Ich sage mal ganz kurz, dass mein aktueller Wild Guess ist Axel aus Kingdom Hearts, aber ich werde mal noch mal ein bisschen weiter fragen. Okay. Diese Videospielreihe, aus der ich stamme, kommt ihr aus Japan? Ja. Okay. Vergleichsweise, wie weit er ist. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Medium ich komme. Bin ich in egal welchem dieser Teile im weitesten Sinne irgendwann mal spielbar, kontrollierbar? Ja. Passt immer noch alles. Das verunsichert mich. Aber ich will noch nicht den Wild Guess machen. Okay. Noch kann ich mehr ausschließen, wenn ich rangehe. Okay. Gibt es, egal in welcher Form, mindestens einen Teil aus dieser Videospielreihe auf einer PlayStation-Konsole? Also auf, ja. Müsste, ja. Ja. Müsste. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Okay. Könnte ich, wenn ich jetzt meine PS5, die hier unten steht, anmache? Ja. Ein Spiel dieser Reihe spielen. Das bedeutet, das inkludiert also PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation Now. Ein Spiel dieser Reihe spielen? Ja, definitiv. Okay. Ich muss immer kurz abchecken, wie das formuliert wird. Mhm. Ne, weil es kann ja auch sehr misleading sein. Mhm. Hatten wir auch schon ein paar. Jetzt habe ich mal ganz kurz eine kleine Definitionsfrage. Ja, klar. Also bleiben wir jetzt mal kurz bei dem Axel. So, Axel kann man ja ganz klar in dem ersten DS-Teil spielen. Mhm. Würdest du, also nach meiner Definition wäre es ja, deswegen frage ich dich, würdest du sagen, man kann in den Melody of Memory auch spielen? Da hätte ich, also meine Definition wäre ja, nur das, okay. Ja, definitiv. Na, dann frage ich jetzt mal, kann man diese Figur, die ich bin, könnte ich die auf meiner PS5 spielen? Diese Figur. Ja. Okay, stamme ich aus dem Hause Square Enix? Ja. Gut. Alter Schwede. Das bedeutet, meiner Meinung nach, ich kann mich irren, entweder geht mein erster Guess in die richtige Richtung, Richtung Kingdom Hearts, könnte aber auch mit Dissidia NT bei Final Fantasy sein. So. Weil da kann man ja auch viele Bösewichte spielen. Das stimmt. Und da wir... Genau, damit kann ich ja zumindest... Also... Okay, gibt es ein Spiel meiner Reihe, im weitesten Sinne, auf, abzüglich Switch, einer Handheld-Konsole? Spiel deiner Reihe? Ja. Okay. Das heißt, Dissidia ist immer noch drin. War gut, Kingdom Hearts auch. War eigentlich eine ungünstige Frage, aber es bestärkt es. Ja, es bestärkt es. Ja, stimmt. Okay. Ich fühle mich so, wenn man Billard spielt und der andere locht die ganze Zeit ein, dann kommt gar nicht dazu, so selbst was zu machen, weil es nur zu. Ja, okay, gut. Das ist auch sehr spannend zu wissen, wie dein Gedankenkonstrukt so verläuft. Aha. Könnte halt immer noch jeder Bösewicht, aus der, den man in Dissidia spielen kann, sein. Okay.
Würdest du sagen, die Figur, die ich bin, ja, hat im Laufe der gesamten Story dieser Reihe im weitesten Sinne einen Moment, in dem er absichtlich den Karten der Hauptfiguren entgegenspielt, also mitspielt, also quasi ein Pro-Hauptfigur-Move macht? Mhm. Mhm. Sagen wir, das weiß ich nicht. Ich tendiere aber zu nein. Weiß ich aber nicht, kann ich nicht sagen. Also stelle ich weiter. Ja, okay. Deswegen bin ich dafür, aber ich tendiere zu nein. Okay. So viel sage ich auf jeden Fall. Gut, damit ist Axel für mich raus. Dann, ja gut, damit wir mal ein bisschen, damit vielleicht auch du mal wieder rankommst, mache ich mal kurz eine etwas spezifischere Frage. Komme ich aus dem Haus Final Fantasy? Ja. Okay, Dissidia spielbar? Ja. Okay, gut. Das ist jetzt schon mal gut. Aha. Das macht's aber auch nicht einfacher. Ab jetzt glaube ich nicht mehr. Nee. Ich könnte jetzt halt randomly alle durchgehen. Also natürlich, ich bin männlich. Willst du mal so einen Wildguess mal einfach so zack reinhauen? Nee? Okay. Okay, also nur zum Verständnis. Ich bin auf der Chaos-Seite in Dissidia. Ja. Gut, dann bin ich... Okay. Bin ich spielbar in einem der PSP-Dissidia-Teile? Ja, ich bin mir sehr sicher. Das ist ja gut, das schließt eine ganze Menge Leute aus. Ja? Ja, in NT gibt es schon noch. Ja, okay, ja, gerade stimmt, die Post-Release über den Season Pass reingekommen sind. Okay, die habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist ein scheiß Spiel. Gut, da gehe ich mal von NT weg. Okay, dann... Okay, dann frage ich mal, auch schon im ersten Dissidia-Teil? Also noch nicht? Ja, nicht. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir haben Garland, The Emperor, Gobus, Axteth, Kefka, Sephiroth, Kuja, Jekt, Gebranth, doch, Gebrannt gab es schon. Gab es Gebrannt schon im ersten Jahr, oder? Nicht? Sicher? Sowohl Wahn als auch Gebrannt. Ja, Wahn weiß ich, aber kam im zweiten Teil. Ich bin mir sicher, dass die zweiten Teil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gebrannt im ersten schon war. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn im ersten Teil gespielt zu haben, sagen wir so. Ja, ich bin mir auch nicht 100% sicher. Gut, aber dann nehme ich das mal als Mini-Tipp und gehe mit dem mal weg. Okay, das macht immer noch zu viele. Ich würde jetzt mal. Chaos kann man, also Moment mal, ich bin auch ohne Cheat-Eingabe spielbar. Ja. Okay, gut, also Chaos, Chaos House. Warte mal, das ist richtig. So, Feral Chaos kann es auch erstmal sein. Okay, oh Gott. Okay, dann machen wir es so. Da sind ja viele Final Fantasies da jetzt, ne? Eins, sagen wir mal so 1 bis 10. Bin ich aus der zweiten Hälfte dieser Final Fantasy Xenologie. Stand bei 6. Startend bei 6. Ne? Bei 6. Die zweiten 5 dann sozusagen. Ja. Ich habe die ganze Zeit Angst, wenn ich Ja antworte, dass ich tatsächlich mal Nein antworten hätte müssen und ich gerade verkackt habe. Aber alles gut. Das heißt, wir haben Kefka, Sephiroth, Kuja, Jekt. Und ja, ich habe eine Wasserflasche und einen Becher. Also, ich würde sagen, von denen ja gut, du, ich will jetzt weder die Zuschauer noch dich spoilern wegen dem Pro-Team-Links, haben auf jeden Fall nicht alle von denen, aber auch nicht niemand. Aber da hast du ja gesagt, weißt du nicht, genau, das sind die zu nein. Ja. Korrekt. Oh, ich habe, glaube ich, eine Idee. Okay. Würdest du sagen, meine Haarfarbe ist tendenziell eher ein Kontrast?
So, also warte, ich sag okay, also, Kefka hat blonde Haare, daher nein. Sephiroth hat grau-silberne, daher ja. Kuja hat grau-silberne, daher ja. Jack hat schwarze, daher ja. Ich schließe mit der Frage quasi. Ach so, okay, dann mal. Okay, gut. Damit habe ich jetzt... Oh. Ja. Oh, das ist echt richtig gut gewesen. So ein Depth habe ich, glaube ich, gar nicht beim Fragestellen. Okay, gut, ey, wo war ich? Du kannst jetzt noch durchlaufen. Ja, natürlich. Klar, mache ich auf jeden Fall. Okay, ich habe ausgeschlossen Videospiele, ich habe ausgeschlossen Filme. Ich überlege jetzt noch bei den anderen Medien. Ich bin auf jeden Fall fiktiv. Ich habe Serien, ich habe Bücher. Ich überlege gerade, ob ich einfach... Okay, weißt du was, ich mache die 50-50-Frage. Bin ich männlich? Ja. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Ja. Okay, bin ich aus einer Serie? Nein. Bin ich Kefka? Ja. Yeah. Okay, aber damit hey, muss ich meinen... Ja, okay. Jetzt durchschreiben. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gut gemacht. Sehr, sehr cool. Er kann sich jetzt hier zurücklehnen. Oh Gott. Okay, jetzt kann ich durchfragen. Aber. Gut, bin ich aus dem Buch? Ja. Cool. Das wird schwierig. Moment. Also ich würde mal kurz nur korrigieren, wenn man sowas fragt mit bin ich aus Filmen und so weiter, würde ich immer Origin sagen, hauptsächlich ursprünglich. Origin, so, ja, daher, immer Origin, ja. Daher ursprünglich, hauptsächlich, ja. Okay, perfekt. Dann bin ich aus einem Buch, was ich gelesen habe? Ich gehe davon aus, ja. Okay, dann bin ich aus einem Roman, also aus einem... Du hast jetzt speziell gesagt, aus einem dickeren Buch. Definier mal dicker. Aber über 300 Seiten. Ist halt auch schwierig, ne? Du kannst ja auch ein Buch formatieren, so dass es halt nicht 300 Seiten sind, aber... Ja, ja, also plus, minus. Ja, gut. Dann möchtest du... Nein. Nein. Oh. Was war das? Mein hier, das Gelenk hier. Sein hier. Oberschenkel, irgendwie gelenkt. Bin ich genre-technisch, bin ich aus Horror? Horror-Genre? Also wir haben ja schon mal, auch als wir das gestern mal gemacht haben, bei den Filmen schon gesagt, es ist immer schwierig, so eindeutig einzuordnen. Ja, okay, zu sagen. Klar. Aber ist Horror ein Teil davon? Ich würde sagen, ja. Horror ist ein Teil davon. Bin ich ein Protagonist? Oder einer der Protagonisten? Ja. Ich bin einer der Protagonisten. Okay, ist das Buch, aus dem ich komme, aus der Ich-Perspektive geschrieben? Ja. Bin ich derjenige, der aus der Ich-Perspektive erzählt wird? Nein. Eine seltsame Frage. Okay, bin ich aus dem... Hat das auch ein bisschen was mit Adventure zu tun? Im weitesten Sinne, Adventure würde ich... Ist eher, glaube ich, eher... Würde ich sagen, nein. Ist, glaube ich, auch eher so ein Film, sage ich, eher ein Videospielgenre. Dann eher Action-mäßig, dass da viel... Auch teilweise. Auch teilweise. Teilweise. Nicht aus dem... hier aus einem apokalyptischen Szenario. Ja. Zombie-Kumpels? Ja. Bin ich aus Backfire? Ja. Okay, finde ich gut. ich will jetzt keine Fragen stellen, die extrem hart spoilern. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ah. Ich weiß, welche Frage du meinst. Ja, okay. Warte mal kurz. Oh, wirklich? Ja, andersrum. Cool, das ist jetzt ein Tipp, den ihr nicht habt, aber es ist auf jeden Fall super, es schließt auf jeden Fall schon mal was aus. Ja. Cool. Das nur kurz die Frage, es ging darum, ob die Figur zum aktuellen Zeitpunkt der Releases noch am Leben ist und das wäre spoilerhaft, deswegen haben wir kurz, damit Correct. Ihr das nicht mitbekommt. Korrekt. Gut, der fliegt raus.
raus, der fliegt raus, der fliegt raus. Liegt gerade. Weißt du was? Komm, ich mach den Wildcat. Er hätte nicht gemacht, ich mach das. Bin ich Kieren? Nein. Okay, schade. Gut, dann mach ich's anders. Ich glaube aber, die Frage zu stellen ist eigentlich doof. Bin ich einer der originalen Gruppe, sage ich mal? Ja. Okay, cool. Jetzt muss ich nur noch ganz kurz, wenn ich will eigentlich nicht die ganze Zeit nur Wild guessen, aber eigentlich habe ich auch nichts zu verlieren, so wie ich recall. Ja. Okay, cool. Nice. Kann man aber kurz ein bisschen Werbung machen. Mann, das ist der Klone rum, Mann. Guck mal, da ist Rickard. Wow. Liebe Leute, das war eine Folge UMI. Bevor du jetzt hier aufhörst, ich kann die Bücher auch nur empfehlen. Die sind echt gut. Unbezahlte Werbung, glaube ich. Ich habe die Bücher erworben, okay? Ja. Dankeschön. Gerne. Und Freunde der Sonne oder auch des Mondes. Ich mag meines. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Demnächst wieder. Ah. Yes. Ja, das war Karma. Bis dann.